Okay, dann können wir jetzt zumindest. Ja, jetzt sagt er mir Stop Production. Ja, nee, ist klar. Okay, naja, gut. Wir schauen mal, ob das jetzt klappt. Also, let's take a look. Auf die Trams. Was wir da Feines haben. 72, 77, die sind alle so lahm. 60, 45 km/h. 60. 82. Sind alles keine Kuppelwagen, also nur einzelne Wagen, wie es aussieht gerade. Ja, sind leider nur Einzelwagen gerade. Das ist ein bisschen schade. 2, 4, 6. Leider nur einzelne Wagen. Okay. Fangen wir mal an. Also, damit du auch in dieser Reihenfolge bleibst. Es ist doch die richtige Reihenfolge, oder? Ja, passt. Ist in Ordnung. Okay. Damit du auf jeden Fall da richtig bleibst, fährst du halt immer in die Richtung. Auf der einen Seite nur. Und dann fährst du wieder dahin. So. Das ist die eine Geschichte. Kannst aber zusammenhängen. Ja, aber sieht halt komisch aus. Ne? Sieht halt ein bisschen komisch aus. So, okay, dann Feuer frei. Später kommen ja diese Kuppelwagen. Okay, der fährt, das ist in Ordnung. Stopp. Nächste. So, du fährst. Wie viel nimmst du mit? 58. Immerhin. Start. Go. So. Drei Trams sollten reichen. Zumindest auf der einen Richtung. Jetzt machen wir es auf der anderen Seite genauso. Straßenbahn. 2, 3, 4, 5. Müssen wir halt später auswechseln. Momentan haben wir halt noch nichts Besseres. Wir uns kurz gucken. Signale, genau. Und du musst auf die Richtung fahren, damit du auch dahin bekommst. Wenn du auf der richtigen Spur fährst. Nämlich entgegengesetzt. Müssen wir dich zumindest einmal auf den Wegpunkt bringen. So. Feuer frei. Nächste Runde. Eigentlich sollten die sich auf jeden Fall nicht in die Quere kommen. Warte noch ein bisschen, bis der ein bisschen mehr Umlauf hat. Bis der weg ist, bis der bei der zweiten Station ist und dann starte ich den nächsten. Ich weiß, man konnte die Linie irgendwie auch Warstock. Man konnte die auf jeden Fall. Einstellen, da war mal die Möglichkeit. Okay, ist der weg hier? Hau raus hier, den nächsten. Der hängt jetzt hier oben.
Sehr gut. Wie gesagt, wir sind ja noch lange nicht fertig. Hier wird ja noch Wohngebiet und so weiter gebaut. Also, da geht noch was. Und das läuft hier. Da geht auch noch ein bisschen was. Der hier speist, glaube ich, noch gar nicht ein. Stromtechnisch. Wir sind auch Honkies, ne? Ich hätte auch direkt den Strom hier abgreifen können. Von da aus. Mann, Mann, Mann. Komm, hey, da kommst du nicht raus. Das ist auch geil. Du kommst da irgendwie nicht raus, ne? Also irgendwie will er dich da nicht weglassen. Oh, kriegen wir noch ein bisschen mehr Saft drauf. Alles klar, so. Sechs Trams, jeweils drei in entgegengesetzter Richtung. Wände im Weg, ja. Aber jetzt geht's ja. Ist ja dran. Jetzt geht's ja, ist okay. So, hier ist natürlich noch unser Bus. Unsere Busgeschichte, die wird dann innerorts hier fahren. Hierhin, dahin. Ja, läuft. Haben auch genug Abstände, ist in Ordnung. Gut, funktioniert. Ja, Heating-Problem, ich weiß. Wir haben noch Kraftwerksproblem, ist mir logisch. So, damit die hier nicht weiter rummeckern, schauen wir mal, was wir an Heizwerkstechnologie haben. Kohle. Water Sea Steam Vent mit Strom. Holz haben wir hier nichts. Bitumen. Kohle haben wir hier noch nicht. Holz, Electric. Der hat eigentlich noch genug Power. Und das Ding läuft voll. Wir könnten mit Bitumen arbeiten und hier ein Bitumenkraftwerk, Heizwerk noch hinbauen. Oder aber wir karren das rüber. Wäre auch eine Idee. Oder wir klemmen es an Stromnetzwerk. Wäre auch eine Sache. Strom, der produziert ja hier. Okay, er hat gerade ein bisschen wenig Ingenieure. Wenn das Ding hier natürlich abkackt, dann ist problematisch. Bitumen kommt immer rein. Bitumen kommt hier immer rein. Aber dann müsste ich mit vielen Pumpen arbeiten. Ist auch nicht so prickelnd. Mäxchen. Ja, was machen wir? Nehmen wir ein Bitumenheizwerk oder nehmen wir ein Stromheizwerk? Das ist die Frage. Free Heating Plant. Heizwerk. Free Heating, 180 Hitze. Okay, der würde ausgehen. Tja.
Strom würde sich anbieten. Ja, ich habe nur so ein bisschen Angst, wenn das hier krachen geht, ne, dann ist schon ein bisschen, aber ja. Das ist ja klein. Das ist ja niedlich hier. Das soll ein Heizwerk sein? Electric Heating Plant? So. Was ist denn das? Das kann doch kein Heizwerk sein, mal ganz ehrlich. Das können doch keine Heizwerke sein, diese kleinen Dinger hier. Das ist ein bisschen arg klein. Das nenne ich Heizwerke. Aber es ist zu groß. Guck mal bei Vanilla. Kleines Heizwerk geht nur mit Kohle. Kohle. Kohle, ja. Kohle. Zu klein, zu groß, ja. Ja, die Kohle soll ja, ne, könnt, ne, da ist ja das Ziel mit der Kohle. Auch, dass wir das hier versorgen. Das ist geothermal. Bitumen. Bitumen würde sich auch anbieten. Ja, nee, das hat ja nichts mit Recht zu tun, aber... das ist zu klein hier, das ist... zu litsch. Das kann ich nicht so richtig ernst nehmen, weißt du? Holz. Könnt noch mit Holz hier anfangen rumzueiern. Electric Heating Plant, das ist zu klein. Free Heating Plant. Der schafft 180 GJ. Der versorgt den so direkt. 5 Arbeiter. Wir gucken mal, was das kann. Wir schauen mal. Ihr Ad ist ja nur übergangsweise, ja. Wenn es klappt, ist gut. Wenn nicht, klemmen wir den hier nächsten mit an. Aber guck mal, was der hier wegdrücken muss. Das ist schon ein bisschen hart. Ja, da muss ich echt weiter auseinanderziehen. Muss hier oben irgendwie dann hin. Wenn das funktioniert, ich muss mal schauen. So, haben wir hier Leute? Nein, keine Arbeiter. Okay, was ist hier mit euch? Geht mal arbeiten, komm. Geh mal arbeiten, komm. Schmeiß mal an den Fisch. Funktioniert. Okay. Okay, das ist anscheinend so ein kleines Heizkraftwerk, ein Mini-Heizkraftwerk. Scheint zu funktionieren. Ich muss noch nicht mal Rohre legen. Und dabei verlege ich doch so gerne Rohre. Entschuldigung. Das ist ein bisschen viel. Was hat der für eine Reichweite, ey? So, hier. Okay, den könnten wir vielleicht auch noch mit versorgen. So, jetzt aber. Bin zurück. Bibi! Herzlich willkommen hier zurück. Ach nee, der hat... Stimmt ja, der wollte... Ja, passt doch auch noch. Sehr geil. So, mal gucken, ob die jetzt hier das auch noch dran kriegen. Yes. Einer. Naja, besser als nix. Besser als nix. 4. Gucken, ob wir die versorgt bekommen. Gut aus. Gut aus. Gar nicht mal so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber da geht es schon ein bisschen an Kapazitätsgrenze. Ja, so ein bisschen zuppelig. Ja, da, also viel mehr darf da nicht dranhängen. An diesen kleinen Teilen. Aber gut. Dieses Scheißding hier geht mir auch auf den Puffer.
Hier hängt dann auch zu viel dran. So, du gehst mir echt auch auf Nüsse. Ja, solange sie nicht mehr selbst heizen, ja, da hast du recht, natürlich. Das ist korrekt. Das ist korrekt, Colonel. Gehen wir mit dem Untergrund. Na? Ein Wunder, dass wir den da durchgekriegt haben. Ja, komplett überlastet, ist klar. Aber das kannst du jetzt nicht ändern. So, muss mich leider verabschieden. Ich wünsche allen noch einen schönen Rest. Ja, dir auch. Und danke fürs dabei sein. Und ja, bis zum nächsten Mal. Hau rein, lass dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. So, also, wo haben wir die nächsten Probleme? Schule, Kindergarten, wie ihr habt, das kennen wir ja nicht anders. Will ich mal schauen. Ah. Er ist noch nicht angeschlossen. Und der ist jetzt angeschlossen. Sehr gut. Ich werde jetzt auch das hier einzäunen. Ne, weil Strom, da hat kein Mensch was zu suchen. Geht er wieder rum? Kommt er da nicht? Na, da muss man ein bisschen Einhalt gebieten. Meine Boys and Girls. Könnt natürlich auch einmauern. Ich sehe gerade nichts, das ist das Problem. Ich sehe gerade null. Und ihr seht natürlich noch weniger. Da ist der Zaun. Der Zaun ist ein bisschen argwindig. Du siehst ja gar nichts. Ey. Der Zaun ist ja echt ein Witz. Der Zaun ist ein Witz. Den kannst du gar nicht machen. Ich werde es einmauern. Und die Mauer siehst du wenigstens noch. So ein bisschen Realität, weißt du? So ein bisschen, damit hier keiner rumeiert. So, ein bisschen. Na, so noch ein bisschen. Und jetzt. Wenn die Leitungen runterkommen, dann ist das eher zu klein für den Spannungstrichter. So, wie gesagt, es geht mir nur darum, dass wir es so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen realitätsnah. Na komm. Ah, da geht's doch. Na, kommst du da nicht doch? Na komm. Na komm, ja, wegen dem Dings machst du Probleme. So. Vor allen Dingen, ne, realitätsnah, könnt aber hier durchlaufen. Aber trotzdem schick. Ja, es ist ja nur so ein bisschen, ne, so ein bisschen Optik. Denke, damit kann man arbeiten. Apropos arbeiten, jetzt müssen wir weitermachen mit den nächsten Straßengeschichten. Denn wir brauchen auf jeden Fall nochmal eine Straße und auf jeden Fall nochmal eine Busverbindung hier rein. Sondern auf jeden Fall noch ein paar Bushaltestellen, die hier lang führen. Und dann werden wir hier auch nochmal eine Straße lang führen. Und hier hinter natürlich sollten wir auch nochmal irgendwie straßentechnisch was machen. Na, geht schon.
Geht nicht. Okay, da meckert er. Macht aber nichts. Macht überhaupt nichts. Okay, bau erstmal fertig. Snap ausmachen. Machen wir so. Trick 17,75B. Was nicht passt, wird passend gemacht. So. Kriegen wir den da auch noch angeschlossen? Nein, natürlich so nicht. Natürlich stört auch der Fußweg wieder. Wie soll es auch anders sein? So. Sehr schön. So, dann können wir den nämlich hier vernünftig anschließen. Weil hier ist ja, Bushaltestelle. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir das hier machen. Müssten wir da auch noch eine Straße lang ziehen? Na. Kindergarten etc. pp. Fehlt ja auch noch. Und dieser Schnee macht mich wahnsinnig, ne? Der macht mich jetzt gerade echt so ein bisschen wahnsinnig. Ist ein bisschen nervig. So, also Bushaltestelle hier hinten haben wir. Wir haben da eine Bushaltestelle. Das heißt, ich würde hier auch gerne auf jeden Fall hier noch eine hinsetzen. Da muss was hin. In der Mitte muss noch was hin. Und, und. Aber sorgen wir uns erstmal um die Versorgung der Bürger nochmal. Die haben gemeckert wegen Kindergarten etc. pp. Also schauen wir mal, was wir da haben. Wir können ja bei diesem alten Stil bleiben. Können wir ja durchaus bleiben. Oder wir sagen uns... Kriegen wir den da noch reingequetscht? Wahrscheinlich nicht, ne? Schade. Gehen auf modernen, brauchst du noch technische Service, Straßen und Tanke, ja. Ja, ja. Stimmt. Da hast du recht, Colonel. Ich überlege gerade. Och Gottchen. So, die Frage ist, wie mache ich es halt, ne? Kindergarten. 200. 400. Das wäre dann so ein altes Haus. Könnte ich natürlich sagen, okay, wir ziehen die hier drauf. Oldschool. Wirklich oldschool. Das Ganze haben wir auch noch als Geschäft, wenn ich mich erinnere. Old Gate Shop. Kann man ganz gut miteinander kombinieren. Lassen das mal ganz kurz erstmal fertig bauen.